Was müssen wir jetzt können oder lernen, um wirklich erfolgreich Körpersprache zu lesen? Joe Navarro, der Körpersprache-Spezialist des FBI, beschreibt das als die 8 Gebote des Körpersprachelesens. Und das erste Gebot ist, du sollst andere Menschen aufmerksam wahrnehmen. Ja, wir alle schauen, aber wir nehmen nicht wahr. Es gibt ein Video, ich habe Ihnen da unten mal den Link eingestellt, da bewegen sich zwei Basketballmannschaften über einen Basketballcourt und passen sich einen Ball hin und her. Und in der Mitte des Videos geht ein mit einem Gorilla-Kostüm verkleideter Mensch einmal quer durch diese Gruppe, haut sich vor die Brust. Und niemand oder sehr, sehr viele Menschen nehmen nicht den Gorilla wahr. Das heißt, wir sehen, wir nehmen aber nicht wahr. Das ist ein bisschen so, als wenn wir in ein Konzert gehen und Ohrstöpsel tragen. Uns gehen Informationen verloren. Wir müssen also sehr, sehr genau hinschauen, nicht nur schauen, sondern wahrnehmen und überlegen, was drückt derjenige da körpersprachlich gerade aus. Also das Gebot Nummer 1, die Regel Nummer 1, aufmerksam beobachten. Ob wir Verkäufer sind oder ob wir Chefs sind, die vielleicht ein Vorstellungsgespräch führen oder die einfach ein Personalgespräch haben und auch mitkriegen müssen, wie der Mitarbeiter sich jetzt fühlt, wir müssen zunächst mal aufmerksam beobachten. Die zweite Regel ist, wir müssen kontextbezogen beobachten. Das menschliche Verhalten, die menschliche Körpersprache variiert natürlich je nachdem, in welchem Kontext, in welcher Situation es stattfindet. Wenn ein Bewerber reinkommt und braucht unbedingt einen Job und sitzt da am Tisch, dann müssen wir erwarten, dass er wesentlich nervöser ist, als wenn wir einen Mitarbeiter reinholen, der schon seit 2 Jahren für uns arbeitet und sich im Prinzip wohlfühlen sollte. Das heißt, Nervosität bei einem neuen Bewerber irgendwie kein Alarmsignal, sondern wir müssten daran arbeiten, diesen Menschen erstmal zu entspannen. Wenn aber ein Mitarbeiter zu uns kommt oder wenn ein Kunde nervös reagiert, müssten wir das in Betracht ziehen, dass das nicht zum Kontext der Situation passt. Also Regel Nummer 2, kontextbezogen beobachten. Dann die dritte Regel ist, universelle körpersprachliche Ausdrucksformen zu erkennen, zu kennen und zu erkennen. Universelle Ausdrucksformen körpersprachlich sind Sachen, die auf der ganzen Welt, von Deutschland über die USA bis Papua-Neuguinea immer gleich sind. Ausdrücke von Stress, Abscheu, sich abwenden, sich zurückziehen sind immer gleich. Wir versuchen als Menschen, uns möglichst klein zu machen, unsere Innenseite, die sehr, sehr empfindlich ist, möglichst klein zu machen und unsere Außenseite, die über weniger Nerven verfügt, der Umwelt zu geben. Das heißt, wir machen uns klein. Also wir versuchen, die 5 Sinne, über die wir die Umwelt wahrnehmen, möglichst uns da abzuschotten, wenn wir etwas Unangenehmes wahrnehmen. Das heißt, wir gucken weg, wir kneifen die Augen zusammen, wir kneifen den Mund zusammen, wir machen uns klein, wir rümpfen die Nase. Das sind alles Anzeichen, dass uns da was nicht passt. So, und das Gute ist, das ist auf der ganzen Welt gleich. Egal, wo Sie aufwachsen, Sie werden die gleichen universellen Ausdrucksformen vorfinden. Das ist die Regel Nummer 3. Kennen und erkennen Sie diese universellen Ausdrucksformen, vor allen Dingen von Stress und Unbehagen. Die 4. Regel ist, schauen Sie nach individuellen Ausdrucksformen. Das sind Sachen, die Menschen verschieden machen. Also gewisse Sachen wie Schock, Stress sind immer gleich, aber einige Leute spielen halt extrem viel mit ihren Händen rum oder an ihren Haaren, andere Leute tun das weniger. Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, wie drückt der einzelne Mensch jetzt besonders sich körpersprachlich aus. Das bringt uns zur Regel Nummer 5. Schauen Sie sich erstmal das Normalverhalten an, wenn derjenige absolut entspannt ist. Auf Englisch nennt man das die Baseline, also die Basis. Wie agiert derjenige, wenn er absolut entspannt ist? Das kriegen wir natürlich mit einem Möbelkunden nur hin, wenn wir erstmal dafür sorgen, dass er sich entspannt in der Situation. Solange wir ihm Möbel zeigen und ihm, ja, und das hier, oder wollen Sie lieber das? Er hat ja gar nicht Zeit zu entspannen, wenn wir sofort anfangen, Möbel zu zeigen. Wenn wir ihn aber geistig nach Hause wieder zu sich bringen, und ihn fragen, so, wo sind denn hier die Türen, wo sind hier die Schränke, in welche Richtung gehen die Türen auf, erzählen Sie mal, wer da sonst noch wohnt. Dann fühlt er sich zu Hause, entspannt sich und wir haben die Möglichkeit, sein Normalverhalten zu studieren. Das heißt, wie ist derjenige, wenn er sich wohlfühlt und nicht unter Stress ist? Wie ist seine Baseline? Die 6. Regel ist, achten Sie besonders auf Kombinationen von Verhalten. Es gibt Stressverhalten wie Schultern hochziehen zum Beispiel und es gibt Verhalten, mit denen wir uns beruhigen. Das sind meistens Berührungen. Ja, genauso wie Sie ein Kind beruhigen können, indem Sie streicheln, machen wir das auch instinktiv. Manchmal im Gesicht, manchmal am Hals.
Frauen berühren sich oft hier. Wir werden das im Rest des Kurses uns noch genauer angucken. Also achten Sie besonders auf Kombinationen. Und die Kombinationen sind in der Regel, derjenige gerät unter Stress und als nächstes versucht er, sich selber zu beruhigen. Das ist manchmal auch Hände wringen. Ja, das beruhigt auch. Hier sind sehr, sehr viele Nervenenden. Wir gucken uns das im Rest des Kurses an. Also Regel Nummer 6. Beobachten Sie besonders Kombinationen und wenn Sie eine Kombination wahrnehmen von Stress plus Beruhigungsverhalten, können Sie davon ausgehen, dass das, was Sie gerade getan haben, nicht funktioniert und Sie etwas anders tun müssen. Regel Nummer 7. Beobachten Sie jede Art von auffälliger Verhaltensveränderung. Das heißt, wenn jemand sehr ruhig ist, beobachten Sie und nehmen Sie bewusst wahr, wenn er mit einem Mal anfängt zu agieren. Und überlegen Sie, worauf reagiert er jetzt und reagiert er positiv oder negativ? Oder wenn jemand, der bis jetzt einen recht lebhaften Ausdruck hatte, mit einem Mal stockstill sitzt, sei es ein Mitarbeiter in einem Personalgespräch oder auch ein Kunde, überlegen Sie sich, was ist da passiert? Warum setzt jetzt mit einmal dieser Todstellreflex ein? Und gehen Sie darauf ein. Die 8. Regel, es sind nicht 7 Gebote, sondern es sind 8. Lernen Sie vor allen Dingen Unbehagen und Behagen zu unterscheiden. Das heißt, lernen Sie an körpersprachlichen Signalen genau festzustellen, fühlt derjenige sich wohl, fühlt er sich unwohl. Das ist alles, was wir eigentlich fürs Verkaufen brauchen, zu sehen, wechselt derjenige seinen Zustand und wenn ja, in einen positiveren Zustand, das heißt, es geht ihm jetzt besser, er sieht positiver aus oder wechselt er in Richtung Unbehagen oder Stress, geht es ihm schlechter. Das heißt, wenn Sie diese 8 Regeln beachten und lernen, wirklich aufmerksam die Körpersprache Ihres Gegenüber zu studieren, können Sie zwar nicht hinter seine Stirn gucken, aber Sie können ein Stück weit in sein Gefühlsleben reingucken und dafür sorgen, dass derjenige sich mit Ihnen wohlfühlt. Und das ist die Voraussetzung dafür zu verkaufen und das ist die Voraussetzung dafür, als Vorgesetzter mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Wenn der andere unter Stress ist, kann er nichts aufnehmen, kann er nichts umsetzen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass derjenige sich wohlfühlt und deswegen sehr genau unterscheiden können, macht ihn das, was wir jetzt sagen oder tun, entspannter und positiver oder drückt ihn das runter, macht ihm das Stress. Wenn wir lernen, das sauber zu unterscheiden, können wir unser Verhalten flexibel darauf anpassen und sind sowohl als Verkäufer wie auch als Führungskräfte wesentlich effektiver.